Ich werde nach der Klettereinlage mache ich dann auch erstmal wieder ein Päuschen. Es ist auch mitten in der Nacht. Moment. Bei mir. Und ich muss langsam auch mal in die Haie gehen. So. Okay. Dann nochmal schön gemütlich. Oh, das hat geklappt. Oh Mann, da machst du was mit. So, ich nehme lieber nochmal die Mulbin. Ah je. So. So. Nein, du sollst das doch greifen, du Idiot. Er greift aber auch nicht. Und hinziehen kann ich damit auch nicht. Das ist so dumm. Das ist so dumm gemacht. Um das mal einer verklickern könnte, wie man das schaffen soll. Wäre ich sehr dankbar drum. Na komm, hoch jetzt. Immer schön hoch. Ich gucke mich jetzt einfach gleich nochmal in Ruhe um. Dann werden wir dann mal sehen, wie wir damit dann fertig werden. Es muss ja nicht... Kacke. Jetzt ist die Rüstung auch noch gespreiselt. Jetzt ist die Rüstung auch noch beschädigt. Wahrscheinlich die Stiefel kaputt gemacht. So. Jetzt rauf da, bitte. Ganz easy. Ganz easy. So, super, das hat er geschafft. So, und jetzt sind wir schon wieder da. Da oben wäre auch noch eine Kette. Aber ich weiß nicht, was passieren würde, wenn ich die kaputt mache. Andererseits, wenn ich nur das Seil wegschieße, dann müsste das Ding einen riesen Schwung machen, ne? In der Theorie. Dann würde es einen riesen Dingeling machen. Dann würde es dann auch mal die Glocken läuten hören, gewissermaßen. Da ist, sind doch diese Bretter da. Ah ja, jetzt geht das. So, das funktioniert komischerweise. Gut, also. So. Ja, ich hab doch das Ding ausgerüstet. Nee, doch nicht. Jawohl. Amen. Mit dem Kreuz da reingeknallt. Schön. Du, die sind noch Häufchen. Ein Heukarren. Ist das nicht schön? Das Rätsel, das war jetzt echt heftig. Ich hätte fast 100% Sync gekriegt. Wäre ich da oben jetzt nicht runtergefallen. Das ist immer so eine Zitterpartie. Gibt's Schätze? Ja. Und jetzt 46 Schekel. Das sind noch mehr Schekel. Könnt ihr erstmal runtergehen? Oh je. Guck mal hier, das ist ganz schön viel. So, 157. Vorne ist auch noch eine Kiste.
Goldbarren, jawohl, kann man alles gebrauchen. Hier ist die nächste. Oder Jaspis, das kann man auch gebrauchen. So, 486. So, da war keine mehr. Jetzt will ich bloß noch wieder da rauf. Wo waren jetzt die Leiter? Wo war sie? Wo ist sie gewesen? Mein Leben. So. Schriftrolle 5 gekriegt. Tabulator, Datenbankzugang. Wir werden uns wieder in der Höhle versammeln, aber ich habe meine Entdeckung vor meinen Brüdern geheim gehalten. Ich lege meinen Plan dar. Einige Details stammen von mir, andere habe ich meinen Visionen entnommen. Mein Beitrag ist praktischer Natur. Wir werden als Gruppe angreifen, um eine Flucht zu verhindern und dafür sorgen, dass wir alle beteiligt sind. Wir werden ihn in den Senat locken, den keiner seiner Verbündeten betreten darf. Die Visionen zeigten mir, dass wir an diesem Märztag zuschlagen müssen, dass heute meine Entschlossenheit auf die Probe gestellt wird und dass ich nicht zaudern darf. Ich bin kein gewalttätiger Mann, aber ich halte meinen Familiendolch bereit. Ich ziehe meine Toga zu einer Kapuze hoch und gehe zu den Feierlichkeiten. Zoomen, um Bilddaten zu sehen, das hört sich für mich an, als hätten sie da geplant, als wäre das das Attentat von... Ach Gott, wie hieß er denn? Na, gucken wir mal. Wie hieß er denn? Ein ganz berühmter Ding, der Cäsar, oder? Nee, Cäsar war es nicht, davor der andere. Nicht der Cäsar. Ach Gott, wie hieß denn der andere? Das kam in der Serie Rome, kommt das vor. Kann man das sehen, wer da umgelegt wurde. Gott, ich hab das vergessen, wie der hieß jetzt. Es tut mir leid. Soll sich der andere Reso drum kümmern. Und soll es offenbaren, wer es war. Ja, volle Synchro ist leider fehlgeschlagen, aber es ist nicht schlimm. Ein Mann aber Abrissfirma, lol. So viel habe ich doch auch nicht mehr kaputt gemacht. Virtuelles Training, nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. So, Celio. Der Hügel wurde nach Celius Vibenna benannt, aber es ist unklar, ob ihm diese Ehre zuteil wurde, weil er den Hügel besiedelte, oder ob sein Freund Servius Tullius ihm nur ein Denkmal setzen wollte. Egal, als einer der 7 Hügel Roms war der Celius während der Römischen Republik ein beliebtes Wohngebiet für Wohlhabende. Das kann ich mir vorstellen. So. Palazzo Laterano. Was ist noch eine Wolfsknolle? Palazzo Laterano. Der Lateranpalast stammt ursprünglich aus dem Römischen Reich und gehörte lange der Familie Laterani, die vielen römischen Kaisern als Berater gedient hatten. Schließlich übernahm Konstantin den Palast, als er in jugendlichem Überschwang die Schwester seines Rivalen Maxentius Fausta heiratete, die damalige Besitzerin des Anwesens. Ich frage mich, ob Maxentius die Botschaft verstanden hat. Im 4. Jahrhundert wurde der Lateranpalast zur Hauptresidenz der Päpste, verlor aber nach 2 Feuern in den Jahren 1307 und 1361 an Beliebtheit. So. Wir können jetzt nochmal Missionen aufgeben. So, was Stiefellecker? Es gibt keine Stiefellecker. Was? 32.000 habe ich drin. Das ist sehr gut. Und ich werde gleich nochmal die Rüstung reparieren müssen. So, er wurde angeworben. Botschaft der Vergiftung abgeschlossen. Erfolgreich, erfolgreich. Jawohl, Mercenari. Also wieder ein Söldner. 4, super.
Ja, da knallt so richtig. Super. Dann können wir auch wieder Punkte verteilen. So, hier, der kriegt noch ein Pünktchen dazu. Kriegt dann das Schiavonna. Und hier, die kriegt nichts. Der nix. Der, oh, der Mullbindman. Genau, der kriegt was. Hier, der, ui, sogar zwei Knödel. So. Haben wir den auch mal ein bisschen aufgewertet. Die kriegt auch was. Die kriegt eine neue Waffe. So, die... Okay. Einen könnte ich noch. Ich müsste noch einen Turm anzünden. Das mache ich auch gleich noch. So, Florenz. Gibt's eine Stufe 2. Da könnte ich jetzt zwei Einser hinschicken. Dann funktioniert es auf jeden Fall. So. Was ist das hier? Verfälschte Begnadigung überbringen. Oder gefälschte. Gefälschte Begnadigung überbringen. Ja, machen wir hier mal so ein. Dann machen wir den noch. Und hier so zwei Dreier, oder? Oder besser gesagt ein Dreier noch dazu. Hier den Vierer. Bringt auf jeden Fall was. Ist das okay? Warte mal. Machen wir den noch dazu? Ja. Mission Start. Gut. Jetzt haben wir das abgearbeitet. Jetzt kommen hier auch wieder Killeraufträge. Einen Adligen festhalten. So, schicken wir alle 5 los. Dann klappt das auch. Exzellent. Eigentum beschädigen, ja, das ist dann schon zu heftig. Können wir ein anderes Mal machen. Wir müssen ja alle mal befördert werden in der Zeit. So. Ich glaube, es hackt. So, hier. Böser Kurier. So. So, jetzt habe ich volles Verhandlungslevel. Ist nicht so gut. Gut, ich ändere mal die Technik. So, der ist fatt. Jetzt muss ich zusehen, dass ich Anti-Pets mich zettel kriege. Und hier ist ein Zeuge. Den kann ich umlegen. Oh, der ist fatt. Das ist gut gegangen. Aber ich werde immer noch gesucht. Jetzt werde ich immer noch gesucht. Ich brauche jetzt aber nur noch einen Zettel. Oder zwei Zettelchen. Das ist klar, dass es das ist. So, jetzt gucken wir mal hier. Hier ist der Zettel. Ratz. Und null. Jetzt habe ich mich selbst wieder genullt. Jetzt kann ich den roten Krüppel da noch ausrauben. Insofern er noch hier liegt. Wo ist er denn? Wie ist denn der gewesen? Er ist fort. Wieso ist er fort? Einfach abgehauen. Das hätte nicht sein sollen. Was ist denn das? Achso, das ist so ein Wahrzeichen oder was? Gut, gehen wir mal weiter hier. Ich könnte hier noch einen weiteren Turm machen. Weil es so schön ist. Weil es so schön ist. Hier ist sogar noch einer. Mal gucken, ob ich den jetzt machen darf. Ich möchte ihn gern machen. Und dann mache ich ein Päuschen. Ui, da ist auch noch eine Kiste. Und wieder Nomaden dazu bekommen. So. Gut, weiter geht's. Okay. So.
Der ist auch ziemlich weit weg. Ne? Da könnte man mal ein Pferd rufen. Ein bisschen Zeit zu sparen. Ich denke bloß nicht immer dran. Das ist mein Problem. So. Gut. Jetzt hier durch. Oh, hier gibt es auch... Wieso bist du jetzt da nicht drüber gegangen? Du kannst doch nicht drüber gehen. Ah, Mann. Da kannst du auch nicht durch, es ist zu flach. Ah. Da kannst du auch nicht runterspringen. Sag mal, kannst du überhaupt irgendwas? Ah. Seufz. Das ist ein Buckeljagd, Leute, wieder mal. Gut. Oh, wie die Wölfe heulen wieder. Sie heulen wieder. So, da ist der Turm. Oder? Ist er das? Nee, das ist er nicht. Den habe ich schon geholt. Gut, einmal hüpf. Entschuldigung. So. Ja, ich passe auf. So, der andere Turm ist da drüben, ne? Oder ist er da? Nee, da hinten ist der. Gut. Gut, jetzt hat es ein bisschen dengelt. Aber das macht nichts. Das Essen soll an französische Standards angepasst werden. Das ist auch nett. So. Oh weh, das ist ein Gezwiebelter. Das ist ein Gezwiebelter. So, Einkommen eingezahlt im 41.000 im Banktresor. Ist das nicht geil? So, weiter. So, wo ist... Ui, da ist noch eine Kiste. Leute, habt ihr eure Messer dabei? Warte mal, wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Oh weh, da zuckt schon wieder einer. Gut, fort mit dir. So, wo ist die Kiste? Wo ist sie? Die ist da hinten, oder? Ja. Öffentliche Anprangerung. Da wurdest du noch an Pranger gestellt und so Geschichten. Ei, so, jetzt gucken wir mal. Der Turm ist hoffentlich nicht mal allzu weit. Okay, einen Adligen festhalten war erfolgreich. Jawohl, jetzt ist er auch Mercenario. Ist sehr gut, auch Mercenario. Und noch ein Disciple, also Discepolo. Und noch ein Discepolo. Das ist sehr gut. Oh Mann, jetzt macht halt mal Platz, ihr Leute da. Unglaublich, ihr könnt doch nicht einfach tun, was euch beliebt. Ich kann. Versuche mich halt mal aufzuhalten. Das haben viele schon probiert, hat aber nicht geklappt. So, hier. Okay, da oben ist die Kiste. So, hier kommt man rauf. So, Schießpulver vernichten war auch erfolgreich. Und hier ist auch der Turm um die Ecke. So, Servitore. Das ist sehr gut. So, und jetzt haben wir hier wieder den Turmfritzen. So. Oh, das ging gut. Ich nehme hier eine Mullbinde.
bevor es ans Eingemachte geht. Wieso kann ich doch nicht runterziehen? Du sollst doch da unten reinziehen. Habe ich aber nicht. Na, guck mal, wie schön hier jetzt spreiselt. Gucken, wenn er rauskommt. Er muss doch nervös werden. Mission gefälschte Begnadigung überbringen war erfolgreich. Hoffentlich kommt er jetzt mal raus. Ah, scheiße. Boah, ich switch mal auf die Knarre. Mörder! Noch einer! Langsam werde ich sauer! Es trete jemand vor und erzähl mir was. So, jetzt hat er mal gedonnert. Irgendwann gehen dir die Soldaten aus. Wird es mir ein Vergnügen sein, dich wegzuplatzen. Packt ihn! Da! So, ist er weg. Dort ist er! Auf ihn! Ihr könnt mich gar nicht sehen. Ihr könnt mich ja gar nicht sehen. Was wollt ihr denn überhaupt? So, der ist auch fatt. Rang 10 erreicht. Super. So, der ist auch fatt. Und jetzt kriege ich den nach unten. Jetzt kriege ich den Teufel. So, runter da. Ihr da. Halt! Den kenne ich doch. Und tschüss. Und ciao. Weg sind sie. Da rennen sie wie die Hasen davon. Was? So, und vom Pferd ist er auch noch gestürzt. Was für eine Wohltat. Der letzte Turm. Ganz allein habe ich es gemacht. Ohne Hilfe. Halt, den wollte ich jetzt nicht aufpicken. Ich wollte den ausplündern. Achso, den habe ich schon. Gut, ich schmeiß die ausgelutschten jetzt. Die ausgelutschten. Die geplünderten können die alle hier auf den Haufen schmeißen. So, hier der nächste. Ach, welch furchtbares Schicksal. Joa. Aber die sind halt böse, deswegen müssen die weg. So, nächste. Oh Mann, ey, das sind alles Lumpen. Guck dir das an. So. Ja, da passiert schon nichts. Brave Frauen. Im Endeffekt, wenn es ein bisschen frech ist, dann ist doch in Ordnung. Ist auch in Ordnung. So. Okay, da komme ich jetzt nicht hoch. Gut, da geht's. Das ist jetzt wieder so eine Passage, wo es wieder nicht geht. Jetzt hättest du es doch festgehalten. Wieso hat er sich jetzt nicht festgehalten? So. Hier geht's aber weiter rauf. So. Okay, dann gehen wir halt hier rauf. Gut, jetzt geht's. Und der letzte Turm von den Borgias wird platt gemacht.
So, Erfolge, Turmoffensive. Jetzt haben wir noch 6 andere Türme da. Das ist auch gemacht. Jetzt haben die Borger hier gar nichts mehr. Jetzt kann ich wieder einen weiteren Rekruten anwerben. Das mache ich auch gleich, wenn mein Fandungslevel wieder gesunken ist.